Glenn fragt Pete Smeed, wer ist eure Lieblings-Comic-Figur? Ja, Comic-Figur ist halt so eine Sache, ne? Also um ehrlich zu sein, sind vielleicht, also die Marvel-Helden sind für mich natürlich alles Comic-Figuren, ja, oder die DC-Helden sind natürlich in gewisser Art und Weise Comic-Figuren, da ich aber nie die Comics davon gelesen habe, sind es für mich eigentlich Filmfiguren. Weswegen ich gar nicht dazu sagen kann, dass, naja, irgendwelche Marvel- oder DC-Helden überhaupt Comicfiguren sind eigentlich. Zumindest für meine Interpretation. Und Comics habe ich nie wirklich gelesen, außer vielleicht mal das lustige Taschenbuch oder nee, was war's? Mickey Mouse Magazin und da waren Comics drin. Deswegen dann Mickey Mouse? Sonst würde ich halt auf jeden Fall, also wenn ich halt die Marvel- oder DC-Leute nehmen müsste, dann wäre meine Lieblings-Comic-Figur, wenn man die dann doch zählt. Iron Man? Ist schon cool da. Okay, das ist schwierig. Ich gehe mal schon mal nicht vom Manga aus, weil es ist ja noch Comic gefragt. Sonst wäre es vielleicht noch schwieriger. Aber selbst bei Comics bin ich mir da uneinig. Vor allem bin ich da so mit gefährlichem Halbwissen unterwegs. Ich würde jetzt sagen, Optimus Prime von Optimus Prime von den Transformers gibt es auch Comics. Ja, ich würde sagen Optimus Prime. Und sonst natürlich Iron Man. Lieblingscomicfigur Batman. Oh, ich habe nie Comics gelesen. Tatsächlich, wenn ihr jetzt quasi meint Marvel oder sowas, ich mag halt Batman ganz gerne. Ich mag die Spiele halt von Batman extrem gerne. Aber ich habe früher, wenn ich Comics gelesen habe, die von Lara Croft gelesen. Also Tomb Raider Comics, die fand ich auch cool. Das ist tatsächlich super schwer für mich zu wissen, was meine Lieblingscomicfigur ist, weil ich kaum welche lese. Das heißt, ich kenne nur maximal so die bekanntesten aus Marvel und DC. Und da würde ich dann jetzt einfach mal Iron Man nehmen, weil der halt ganz cool ist, aber auch tatsächlich eher wegen dem MCU und nicht wegen den Comics an sich. Deswegen kann ich hier auch nur leider eine unbefriedigende Antwort geben.